heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir unsere Pets wieder Neon. Dieses Mal seltene Pets, die es nicht mehr gibt. Seid gespannt, welche Pets drankommen und wie sie aussehen. Und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft keine Verlosungen und Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Jetzt wird's Nacht, es ist doch nicht mein Ernst. Ich schwöre, es ist immer. Es ist wunderschön draußen und dann fange ich an mit Anmoden dann so. Ha. Das war jetzt wirklich nicht schlecht. Ja. Das ist aber Karma, weil ich auf deinem Kopf stehe. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht. Ne? Hast du das verdient und so? Hey! Was denn? Ja, das ist schon gemein jetzt ein bisschen, findest du nicht? No. Du stehst auf meinem Kopf. Ja, das stimmt vielleicht. Okay. Ich sag mal den Zuschauern hallo, ne? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me mit der Lilo. Hallo. Hi. Okay. Ich stehe auf Lilos Kopf. Ja, sie steht hier runter da. So. Hallo. Das war lustig. Das war die coolste Anmut ever. No. Ja, okay. Nimm mich bitte mit. Du musst vorsichtig laufen mit mir. Ja, ich bin ja schon vorsichtig. Wo gehen wir denn hin eigentlich? Ich weiß nicht. Oh nein, jetzt hättest du mich beinahe verloren. Hallo, hallo, ich breche mir alle Beine. Eine Stunde später. Was wir eigentlich machen wollen, ist heute unsere Pets Neon. Yay. Wuhu. Das ist Skill. Er hieß tatsächlich schon so, denn ihn habe ich mal getradet. Und deswegen heißen jetzt alle so. Und ihn mache ich heute Neon und zusätzlich noch andere Pets. Unter anderem meinen süßen kleinen Dingo. Nice. Ich habe mal versucht für einen Neon. Jetzt sitzt sie schon wieder auf meinem Kopf. Aber ist aber Schluss. Jetzt ist aber, ne? Hier. Ja, sonst isst dich Skill auf. Warte. Warte. Oh, Gingerbread. Nein, aus, Skill. Aus. Guck, er hat schon abgebissen. Er hat schon abgebissen? Ja. Was ist denn? Nein, du solltest ihn füttern vorher. Es war abgesprochen, dass du ihn vorher fütterst. Weil er ist ja nicht an mir knabbert. Naja, ist halt wie es ist. Da kann man halt nichts machen, ne? Oh, jetzt bin ich wieder am Schlittschuh laufen. So, komm, ja. das machst du super. So, lass uns mal darüber gehen. Ich hatte nämlich für einen Neon-Skelerex geoffert. Und jetzt stinkt der, Alter. Und das war irgendwie krass. Also, ich weiß nicht, was ich alles geben hätte müssen, dass ich einen Neon-Skelerex bekomme. Und ich habe viele Skelerexes und deswegen habe ich einfach gesagt, dann mache ich eben einen eigenen Skelerex in Neon. Denn ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie viel ein Neon-Skelerex wert ist, aber definitiv nicht so viel, wie die Dame wollte von mir. So, möchtest du beginnen? Du beginnst. Ich habe beim letzten Mal begonnen, glaube ich. Oh, das stimmt. Okay, wir beginnen aber natürlich nicht mit Skills, sondern... Warum kann ich denn hier nichts reinschreiben? Doch, kann ich. Wir beginnen mit meinen Koalas. Ich habe mittlerweile tatsächlich schon einen Neon-Koala, aber ich habe im Schweiße meines Angesichts einige Koalas austrainiert. Und deswegen machen wir als allererstes trotzdem einen Koala-Neon, denn ich hätte gesagt, es ist trotzdem ganz eine coole Geschichte. Es einfach zu sehen, wie der Koala Neon wird. Auch wenn wir ihn jetzt letztendlich schon in einem anderen Video gesehen haben. Newborn Full Grown. Der ist süß, oder? Oh mein Gott, ich liebe das. Das ist mega, mega cool. Und die nächsten beiden, die wir dann machen, die kenne ich halt eben nicht, was ich auch richtig cool finde. Los geht's! Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's! Wo bist du? Da bist du! Oh mein Gott! Aber er hat keinen Namen. Nein, doch. Coco, glaube ich, hieß sie. Doch, sie hieß Coco. Die hieß Coco? Okay. Die hieß schon so, weil ich habe ja alle Koalas mit euch getradet und sie hieß Coco. Ich bin mir relativ sicher, dass sie so hieß. Ich gucke nochmal in der Aufnahme, aber ich glaube, sie hieß so und sie ist ein White. Den habe ich getradet. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Video oder im Privaten getradet habe, aber die kleine Coco habe ich auf jeden Fall mit euch getradet, mit den Wollies. Jetzt bist du dran. Ich bin dran. Okay, du bist dran. Ich kann gar nicht verraten, welches Tier es bei mir wird. Ne? Ich habe es extra versteckt die ganze Zeit. Das stimmt. Überraschung. Ja, die Ellie. Ein Emu. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie der Emu aussehen wird.
Kennst du Nemo und Neon? Hast du Nein! Neon gesehen? Noch nicht! Nein! Das kommt nicht so oft vor. Ich glaube, die sind mega selten. Ich habe keine Ahnung, von daher müssen wir uns überraschen lassen. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Hello. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh! Sie hat kleine... Oha! Oh mein Gott! Das ist ja mega süß, sie ist einfach orange. Als ob! Boah! Einfach orange. Das Orange ist voll schön. Ach man, jetzt kann ich sie nicht hochnehmen, weil ich nicht in deiner Familie bin, Alter. Du wolltest mir nur meine Ellie klauen. Das ist meine Ellie. Ich hab dich eingeladen, nimm bitte an! darf ich vielleicht drücken? Nein, bitte! Lass mich bitte die... Ja. Na toll. Ja, schnell. Lauf. Schwupps ist mein Tier wieder weg. So schnell geht das. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, siehst du sie? Und guck mal, wie sie in meinem Arm liegt. Sie don't love me! Ja, und dann noch mit Coco daneben. Das ist voll putzig. Oh mein Gott. Guck mal, ich hab eine Neon-Emu, Alter. Alles eigene Handarbeit. Ja, genau. Also, wäre so, als vielleicht, also eventuell möchte ich dann sagen, vielleicht, also... So, vielleicht war es ich. So, nein, es war alles ich selber, natürlich. Dingos! Ich bin, oh mein Gott, ich bin so gespannt. Wir fangen irgendwie aus irgendwelchen nicht erklärlichen Gründen mit Susi 4 an. Okay. Falls ihr euch gerade fragt, mein Dingo heißt Susi und wir haben Susi 2. Susi 2. Und, ja klar, und zählen kannst du auch, oder? 4 und 2, oder? Ja, nach 4 kommt 2, ist doch klar, weiß doch jeder. Okay, gut, das lassen wir kommentarlos. Susi 1! Und alles klar? Wartet bitte, Susi 3! Zählen kann ich, einmal frei. Susi 3 hat eine Mütze auf. Ja, süß, oder? Das ist schon putzig, aber es ist eine Weihnachtsmütze, oder? Ja. Susi ist vielleicht ein bisschen spät dran. Ist die Elfenmütze, die habe ich getradet? Steht ihr schon nicht schlecht, muss man sagen. Ja, finde ich auch mega putzig. Ihr war ein bisschen kalt, weil war ja noch Winter und so, weißt du? Ja, es ist ja auch immer noch der Fluss draußen ist noch gefroren. Ja, siehst du? Deswegen, dass sie keine kalten Öhrchen bekommt. Susi 3, bist du bereit? Kommst du? Susi 3? Ja. Rümer! Sie hat sich von... Hast du gesehen? Sie hat sich einfach reingestellt. Ja, ganz voller Quatsch. Oh Gott, jetzt ist sie fertig, sie ist fertig, sie ist fertig. Oh mein Gott! Das ist nicht euer Ernst! Oh mein Gott, ist sie toll! So, Moment, ich muss sie umbenennen. Sie heißt Susi. Oh mein Gott, ist sie hübsch! Alter! Ich hätte ja die Farbe gar nicht erwartet, aber das ist so... Kann ich sie reiten? Ich glaube, ich kann nichts. Ach Mann, das ist eine traurige Geschichte. Wow! Ich hätte es irgendwie... Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe nichts gefühlt erwartet. Ich dachte, vielleicht ist es einfach nur so plain white oder so. Weißt du, was ich meine? Einfach nur weiß, aber das sieht mega hübsch aus. Oh mein Gott, stell dir mal vor, ein mega Neon-Dingo. Ich brauche einen, Lilo. Oh. Ja, ich glaube, du brauchst ganz dringend einen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Oh mein Gott! Eine Minute, 37 Sekunden später. Hallo, Ellie? Ellie? Guckt mal! Ellie? Sind wir nicht süß? Die Ellie spricht. Die so, ja, Alter, ich wurde jetzt irgendwie, also, ne, ich wurde hier genau... Halt! Jetzt war ich, wurde mein Dingo, wo jetzt Susi, Beißi, Susi, 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 hallo? Fass! Du mich gerade beißen lassen? Erst lässt sie mich von ihrem Skill anknabbern, jetzt lässt sie mich von Susi beißen, also... Ich weiß ja nicht. Ja, es tut mir leid, vielleicht. Also... Ach, also, Susi. Es tut, aber es ist spät. Wir müssen den Zuschauern mitteilen, es ist halt spät. Also, deswegen ist halt heute ein bisschen komisch, ne? Also, ich freue mich trotzdem über Like und Kommentar und Abo, ihr wisst Bescheid. Skill, bist du bereit? Oh mein Gott, guck mal, was Skill alles hat. Bei ihm läuft richtig. Skill, komm mal her. Oh mein Gott, ich bin so... Ah, ich freue mich richtig. Oh mein Gott, ich freue mich richtig jetzt. Weil das ist so, 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 so toll. Es ist so, Full Ground 2. Jetzt, also jetzt, wir schaffen es jetzt in der Reihenfolge, Lilo. Was sagst du dazu?
Du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Bin begeistert. 4. Nein, wir wollen 3 erst machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Siehst du, ich, zählen kann ich. Und Skill 4 bitte in den Ring für einen Neon Skelerix. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ja, bitte. Oh mein Gott. Halt, Win. Oh mein Gott, guck mal, unsere Babys. Ich wollte ihn doch nur mal kuscheln, guck mal. Oh. Wow. Das ist ja voll putzig. Oh mein Gott, er ist mega schön. Ja, er ist... Oh, alle grauen Sachen leuchten bei ihm. Oh mein Gott. Schau mal, wie er aussieht. Ja, vor allem, dass jedes einzelne Glied von dem Skelett quasi oben drauf leuchtet. Also ich finde, das ist so schön detailliert gemacht. So das sieht so schön aus. Oh mein Gott. Boah, er ist also einer der schönsten Neons. Das ist richtig krass. Oh mein Gott, ich bin richtig froh. Aber ganz ehrlich, also die Überraschung des Tages war definitiv der Emo und der Dingo trotzdem, weil ich ja schon wusste, wie er aussehen wird. Weil die beiden sehen einfach so unfassbar besonders aus und man sieht sie halt kaum. Draußen in Adopt Me. Ich finde tatsächlich, ich würde sagen, der Dingo hat das Rennen gemacht. Mir gefällt der Dingo, also vom Überraschungsfaktor her, der Dingo am besten. Stimmt eigentlich. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, welches der Pets hat euch am besten gefallen und welches der Pets hat euch mega überrascht. Dilo sagt ja Dingo. Ich bin mir gar nicht sicher, Leute. Ich fand da auch den Emu. Der Überraschungseffekt vom Emu fand ich auch wirklich richtig, richtig toll. Und ich brauche definitiv auch einen Neon-Emu, weil der ist ja mega, mega knuffig. Mein Skill. Oh mein Gott, ich habe vergessen, meinen Skill umzubenennen. Das stimmt. Und außerdem ist ihm kalt. Ihm ist kalt. Oh nein, und kalt ist ihm auch. Okay, wir gehen jetzt zu Hot Springs. Das Video ist zu Ende. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst uns jetzt sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Lilo, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Servus! Tschüss!